Moin, ich bin der Jules und in diesem Video zeige ich dir, wie du Beth Tilak in den Feuerlanden im normalen sowie heroischen Modus besiegst. Der Kampf besteht aus zwei Phasen, wobei sich Phase 1 dreimal wiederholt, bevor ihr in Phase 2 mit Heldentum bzw. Kampfrausch probiert, Beth Tilak ins Nirvana zu schicken, bevor sie euch tötet. Für Phase 1 müsst ihr euren Raid in zwei Teams aufteilen. Ein Team wird auf dem Boden bleiben und sich um die spawnenden Adds kümmern, während das zweite Team Beth Tilak so schnell wie möglich auf ihr Netz folgen muss. Um auf das Netz zu kommen, müsst ihr die von der Decke hängenden Spinner herunterspotten, sodass ein Spieler dessen Faden benutzen kann, um aufs Netz von Beth Tilak zu kommen. Es ist wichtig, dass zuerst ein Tank und ein Heiler nach oben gehen. Um die Fäden schneller verfügbar zu machen, sollten auch alle DDs mit Spotteffekten die Spinner von der Decke holen. Da sich zum Bekämpfen der Adds Fernkämpfer besser eignen, sollten diese auf dem Boden bleiben, während die Nahkämpfer Beth Tilak aufs Netz folgen. Das Bodenteam muss drei Arten von Adds bekämpfen: Spinnlinge, Spinner und Drohnen. Spinner hängen von der Decke, während Spinnlinge und Drohnen aus den Ecken von Beth Tilaks Brutstätte spawnen. Ihr solltet immer zuerst Spinnlinge, dann Spinner und zuletzt Drohnen töten. Euer Tank am Boden muss Drohnen einsammeln und von der Raid-Gruppe wegdrehen, da sie kegelförmig Gift spucken. Spinnlinge greifen nicht an, solange eine Drohne lebt, müssen aber von euren Schadensausteilern so schnell wie möglich getötet werden, da sie die Drohne heilen, wenn sie sie erreichen. Spinner zaubern auf zufällige Spieler und sollten zuerst getötet werden, sofern gerade keine Spinnlinge leben. Ihr solltet es schaffen, die Drohne zu töten, bevor ihre Energieleiste aufgebraucht ist, da sie sonst zu Beth Tilak aufs Netz klettert und die Phase verkürzt. Spieler auf dem Netz haben eine deutlich stressfreiere Aufgabe. Sie probieren einfach, Beth Tilak so viel Schaden wie möglich zu verursachen, ohne runterzufallen. Dabei müssen sie auf Meteore achten, die herunterfallen und Löcher in das Netz brennen. Zusätzlich hat Beth Tilak eine Feueraura, sodass die Heiler oben sowohl den Tank als auch die Schadensausteile heilen müssen. Sobald Beth Tilak null Energie erreicht hat, wird sie schwellende Verwüstung einsetzen und tötet jeden Spieler, der nach einigen Sekunden noch auf dem Netz ist. Jetzt müssen alle Spieler schnell durch das Loch in der Mitte nach unten springen und der erste Zyklus von Phase 1 ist beendet. Sobald ihr Phase 1 dreimal wiederholt habt, steigt Beth Tilak von ihrem Netz herunter und Phase 2 beginnt. Es ist wichtig, dass ihr schnellstmöglich noch lebende Adds tötet, da Beth Tilak sich sonst heilt. Ihr wollt euch in einem Dreieck aufstellen, wobei die beiden Tanks jeweils eine Ecke nehmen und der gesamte restliche Raid sich an der letzten Ecke hinterm Boss sammelt. Die Phase ist sehr einfach. Eure Tanks müssen abspotten, wenn sie den Witwenkuss Debuff bekommen, und ansonsten müsst ihr Beth Tilak einfach nur töten, bevor ihr immer größer werdender Schaden nicht mehr gegenheilbar ist. Zieht hier auf jeden Fall Heldentum bzw. Kampfrausch. Im heroischen Modus ändern sich ausschließlich die Adds. Drohnen fixieren nun regelmäßig einen zufälligen Spieler und müssen von diesem aus den Raid gedreht werden. Die von der Decke hängenden Spinner betäuben zufällige Spieler nun mit einem Kanalisierungszauber und müssen unterbrochen werden. Zusätzlich gibt es eine neue Art von Adds, nämlich Brutlinge. Diese verfolgen einen zufälligen Spieler und explodieren, wenn sie diesen oder einen anderen Spieler, der sich in den Weg stellt, berühren, wodurch eine Giftpfütze entsteht. Ihr solltet die Brutlinge außerhalb von Fernkämpfern abfangen lassen, indem sie in sie hineinlaufen und somit verhindern, dass Giftpfützen in der Mitte der Kampffläche entstehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Hier verlinke ich euch auch nochmal zwei meiner anderen Videos. Ich wünsche euch guten Loot und viel Erfolg im Kampf gegen Beth Tilak. Und dann bis zum nächsten Mal.